Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu TTT. Um die Ansage zu machen, muss ich einmal kurz Fenster aufrufen. Dabei sind Malkaf, meine Wenigkeit, Sombürer, Bad, Mr. Sebi, Valkyrie, Nordisch und Run. Hallo. 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 Und ich hab hier Nordisch mehr Schutz. Run ist bei mir. Ja, hätte ich das nämlich eben nicht übers Fenster gemacht, dann Granate! Hätte ich jemanden vergessen. Was? Ich bin Inno. Granate! Inno. Oh, das kannst du spielen. Boah, oh, was ist denn da passiert? Nee, das war ich nicht. Das war ich nicht. Granate! Ihr müsst einmal gucken, ja. Wer da in der Nähe war. Ja, hier gar nichts. Sebi könnte in der Nähe gewesen sein. Also Kinder können wir alle keine mehr kriegen, weil, naja, egal. Radioaktiv verstrahlt oder, Ach, nö, wahrscheinlich nicht. Dann nämlich die war besser. Wie die Explosion aussah. Wow. Das war eng. Da hang ich schon mit einem Bein im Nirvana. Malkaf läuft da unten rum, wer läuft da drüben? Kann ich ihn noch nicht identifizieren? Da drüben laufe ich. Ich glaube, da oben wurde geschossen. Wann? Ich schmeiß mal eben eine Granate weg. Achso. Jura läuft da oben. Ja, das ist korrekt. Und hops. Und hops. Da fliegen die ganzen Waffen durch die Gegend. So. Sind schon alle tot oder was? Nö, ich lebe noch, aber ich komme hier gerade nicht aus dem Loch raus. Run ist bei mir, das steht auf dem Laptop. Malkaf? Ja, da habe ich die Musik Hallo. Langsam. Nicht erschrecken, ich will mal den Bildschirm mal ausschießen, ob das geht. Nee, geht nicht. Gut. Wieso schießt du auf das Laptop? Weil er es kann. MacBook ist. Warte, da kommt jemand runter. Ja, ich bin's. Malkaf steht noch da oben, falls hier jemand snipert. Ja. Run, Bad und Xyra. Ja, muss man mal schon aufpassen, wenn die beiden zusammenlegen. Okay. Was soll das denn heißen? Und da stellst du uns jetzt die Verräter aufpassen. Also wirklich. Sonst haltet ihr immer Abstand voneinander, aber What wenn ihr beide Traitor seid, dann lauft ihr meistens zusammen rum. Gibt's schon Toten? War das die Yalla-Yalla-Bombe oder was? Yalla-Yalla. Wieso? Hast du gerade eine gekauft? Nein. Ich hab so mitgekriegt, die Ich will auch eine Yalla-Yalla-Bombe. Wer läuft denn da oben? Ah, hier Bad bin läuft ich. Da oben. Achso, hier bin ich. Run ist gerade in den Bettkasten gelaufen. Ja, versuch mal hier rauszukommen. Okay, Nordisch ist bei mir. Genau. Achso. Es ist ruhig, also die Traders sollten sich so langsam beeilen. Noch 2 Minuten Zeit. Die haben Angst. Haben die Angst vor uns? Wieso komme ich hier nicht hoch? Komm, geh. Wie kommst du da hoch und ich nicht? Steuerung und springen. Also ducken, springen. Dann kommst du hoch. Oh. So wie du auch aus dem Wasser springst. Ja, ich muss dann meine Tastatur noch umstellen. Achso. Schauing. So, Schauing. Wen haben wir denn hier? Also ich möchte mal sagen, dass Nordisch es nicht ist. Sonst hätte er sich eben nicht mit mir unterhalten, so hätte mich erschossen, weil ich auch eben echt nicht aufgepasst habe. Okay. Jetzt müsste ich dich eigentlich schon aus. Naja gut, aber vielleicht hat er auch nicht. Vielleicht, wer ist das da vorne? Run ist vor mir. Ja. Nordisch? Ja. Ich brauche noch hier. Run, warte mal, Run scheint aber safe zu sein. Er schießt nicht auf mich. Komm mal zu mir. Nee, komm nicht zu dir. Nee, nur falls ich jetzt aufgehe, Nordisch ist tot. Aber es kann auch sein, dass... Sombürer ist auch schon tot. Danke. Er ist eiskalt, ey. Nordisch, bist du da runtergefallen? Bist ein kleines Dreckiges. Das sah gerade so geil aus. Da war noch mehr am Leben, als ich geguckt habe. Minecraft? Ja? Wenn du springen willst über so einen kleinen über so eine kleine Kante, du musst dich ducken und wenn du geduckt bist, musst du kurz springen. Anders, das ist total unlogisch, aber anders kommst du da nicht rüber über die Kante. Gottes Willen. Ducken und springen. Wer hat jetzt gewonnen? Wir beide, Malkaf. Inno. Well ist bei mir. Inno. Und ich habe keine ordentliche Waffe, ich habe Angst. Ich bin ebenfalls Inno. Was ein Bürger? Wann bei mir? Ich brauche eine ordentliche. Inno. Wo komme ich denn hier hin, Sommer? Well ist schon wieder bei mir. Ach, scheiße. Hä? Was ist da denn hier? Hängst fest, oder was? Nee, das nicht, das aber ich bin gerade irgendwo runtergefallen und hab jetzt wieder so wenig Leben. Das ist echt zum Blöden. Ist doch auch blöd. Was ist das denn hier? Xyra. Ja. Sag mal, Xyra, steht bei dir eigentlich hier ein Auto? Xyra wird verfolgt Spur, von Uran. Was ist da bei dir? Hier. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber bei Valkyrie hört sich das gerade so an, als wenn er einkauft.
Was? Ja. Nordisch, okay. Warum bist du so badly wounded? Was hast du gemacht? Weil ich, Nordisch weil ich ist ein Stück da. Gefallen bin, weil ich ein ja, Stück klar, ein Stück ja, gefallen. Ja, ja, ja. Ein Stück. Ja, bin ich. Ich bin ein Stück. Ein Stück runtergefallen. Darf es ein Stück mehr sein? Ja. Ich bin ein Stück gefallen. Oh, bei dem ja, was geworfen. Das war doch eine Detonation eben, oder? Ja, das war es auch. Bei dem weißen Auto. Oder in der Nähe. Stand da in der Nähe? Wo steht da? Bett steht oben auf dem Regal. Sein. Ja. Syrah steht hier auf dem Bett. Hier liegt eine. Na, Run, gerade schön am Einkaufen. Oder auch nicht? Ja. Der das kann sein, ne? Wo geht da so in der Ecke, ne? Run, das ist. So, wen haben wir denn da? Komm, hier hoch, Run, komm hoch, Achtung. Nee, wir hoffen, hinterher zu laufen. Warte. Bau dir eine Kanz. Wir sind da runtergefallen, da ist einer runtergefallen. Nordisch bei mir hier. Ja, so ein weißes Auto. Bell! Hinten da. Weg, weil er schießt auf mich. Nein! Ah! Wow, Friendship Beam, Bombe. Vorsicht! Krass. Krass, you. Der hat aber auch wer ein Problem, Musik, Friendship Beam. Wer hat Musik, Beam, ne? Wer hat Musik? Wenn man da jetzt in die Richtung guckt, wenn man da jetzt in die Richtung guckt von dem Friendship Beam, dann Alter. Sieht man nur noch eine weiße Riesenkugel, ne? Genau. Ja, richtig. Ach, das weißt du irgendjemand, wo die Musik war? Wahrscheinlich nee. Nicht, sonst hätte er es wahrscheinlich Scheiße. Gesagt. Wer war's? Irgendein. Ah, ich kann das nicht sehen von wo. Oder Xyra, bist du das? Bist du das, Xyra? Ja, richtig. Ich bin Traitor. Komm, erschieß mich. Also Nordisch, ja. Du kannst Fragen stellen manchmal. Ja, was heißt das denn? Was sollt ihr? Wer lebt hier noch? Nordisch, du warst eben gerade noch. Nordisch war gerade noch hinter mir. Elkwai schießt. Nordisch, wo bist du? Unten am LKW. Ich dachte, du läufst. Tot. Elkwai tot. Nordisch liegt hier oben. Ich dachte, der folgt mir. Jetzt ist er tot. Ja. So, wen ich haben hab wir hier? Hier? Ne? Müsstet da ja sehen, dass ich Inno bin. Ah, das gibt's nicht. Ah, sag mal, die Diegel schießt nicht so weit, ne? Irgendwie? Ach doch, doch. Der hat den viermal getroffen damit, der hat immer noch gelebt. Nordisch, es tut mir wirklich leid. Na, warte mal ab, da. Es tut mir wirklich leid. Also, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich dir nach genau der Aussage dann auch noch... Xyra kann da nichts für, ich hab halt so lange gebraucht mit dem Rifle. Ihr wolltet ja auch nur Teamhilfe leisten. Wieso steht denn da jetzt Haste Mode 1 Minute 15 schon? Verstehe ich nicht. Ja, ich bin Inno, aber steht bei euch da auch Haste Mode 1.8, 1.7 oder nicht? Nee, 446. Ach doch. Syrah. Ja, Himir, der ist auch Traitor. Der ist auch Traitor. Ich glaube dir kein Wort mehr. Du warst so eiskalt eben. Ja, ich weiß. Also gerade bei Nordisch, es tat mir wirklich schon fast leid. Das, weil ich sage in dem Moment noch so Nordisch. Also du kannst Fragen stellen. Ich bin enttäuscht und in dem Moment gebe ich ihm den Headshot. Warte noch ein paar Sekunden Malke? Und dann, Nordisch, nee, du bist 7. mir doch gefolgt. Das hat Spaß ja. gemacht, muss ich gestehen. Well. Zombie. Granata. Run. Ich kann, well. Die liegen ganz viele. Willst du auch welche? Pass auf, nein, ich danke. Die sind meist halt ohne Stift. Mit Stift wäre schön. Das denn? So. Oh, ja, ich am Autos hier. Hihi. Ja. Ich nehme Nebel. Ach, hier fliegen Waffen durch die Gegend. Immer diese magischen Waffen. Schlimm so, ne? Echt schlimm. Wo seid ihr denn alle? So, Malkauf. Zombie, was machst du denn da unten? Mir. Was machst unten? Du denn da unten? Ich bin oben. Du bist unten. Sag mal, Malkauf, hast du gerade auf mich geschossen? Von da oben. Was machst du da oben? Ich guck auf dich runter. Ich weiß ja nicht. Ja, ja. Hier sind schon wieder Schildkröten. Ja, er schießt hier. Wo sind Schildkröten? Ah, Schildkröten. Wo sind Schildkröten? Unten oder? Ja, oh, krass. Geil. Von drei Schildkröten verfolgt. Ey, Malka. Au. Malka. Ah. Oh, wird das jetzt hier wieder das Schweigsame oder was? Ach ja, dann knall ich einfach euch alle ab. Ist egal. Sebi? Ja? Wer will mich abschießen? Ich will ihn nicht abschießen. Das Nordisch. Aber ich tue es, wenn ich muss.
Sebi, hör auf. Geh weg. Mich musst du nicht abschießen. Ich bin hier nur. Ja, ich muss dich auch nicht. Müsste dich auch nicht abschießen. Sei denn, ne? Ist die Frage, ja. Weil sonst höre ich keinen mehr so dich. Ah, ne, da oben ist hier noch einer. Wer ist denn das da oben? Ja, ja. Malkaff lebt noch. Malkaff oder aber du bist das? Aber wenn ihr dann zu zweit seid, die wurde ich... Ja, ich hab dann... Umschießt Malkaff? Ja, so, mal durchschauen. Malkaff, Nordisch, ich und wer lebt noch? Zombura lebt auch noch. Und ich hab hier Malkaff. Im Visier. Schießt du auf mich, Malkaff, ist das... Als wenn ich hier noch irgendjemandem vertrauen könnte. Raus, komm raus und zeig dich. Nein! Als. Ich will noch einen laufen auf Metall. Gar nicht wahr. Viel zu nahe. Lauf auf Holz. Nicht auf Korbstahl. Na, wo seid ihr, kleinen Schweinchen? Empfangt eure gerechte Strafe. Allerdings glaube ich mal eher, dass ich gleich in... naja, ich fühle mich hier nicht so wohl. Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Ah! Wer ist das da? Doch. Mein fetten Arsch hier nicht hoch, weißt du? Oh, das Leck fängt so noch an zu lecken, Mann! Ja. Ich komme hier nicht raus. Sambürger, echt jetzt. Ja. Ich hab's hier 2 Minuten lang kommentiert und gesagt, ja, dann ist Sambürger ja ganz klar auch Traitor. Du hast, Malkaff hat 5-6 Mal geschossen mit der Sniper, da hast du direkt neben ihm gestanden, die Shotgun auf seinen Kopf gerichtet, so wie der da steht, kann der nur Traitor sein, also ja, sprich du. Hab ich mich gefragt, warum du mit der Shotgun nicht einfach mal vorläufst, weil da oben bringt dir die Shotgun ja nichts auf die Entfernung. Und das nächste Mal, wenn jemand mit einer Sniper einfach irgendwo hinschießt, knall ihn direkt um, egal ob er unschuldig ist oder nicht. Ja, ich hab's, ehrlich, ich wollte direkt halt Kopf schießen. Keinen Random Kill machen und doch, zwar, das wäre das wär nicht gesehen, mal, ob auf ihn auch geschossen wurde. Vollkommen wurscht, wenn er mit einer Sniper irgendwo steht und runterschießt, knallst du den direkt über den Haufen. Egal, auf was der schießt. Nee, und wenn er Tontauben schießt, ist scheißegal. So, eben, wenn er sagt, ich wollte mal gucken, ob sie noch gehen. Ich war auch die ganze Zeit mit mir am Hadern. Ich so, hallo, Mel! Ist das, ja. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich dich treffe, dir direkt im Kopf zu schießen. Was? So, oh, hab ich gemacht. Entschuldigung, das war meine Kniescheibe. Ja, das ist so, Mr. Trader. Mr. Sebi. Oh, Malkaff ist verletzt. Natürlich. Mel hat mir gerade der Kniescheibe geschossen. Du merkst ja auch alles, Sebi, ne? Nein, ich brauche eine ordentliche Waffe. Malkaff kann da nichts für, ich habe ihn angeschossen, so. Ja. Also bist du ein Trader? Wer? Das ist Nordisch. Nee, ich habe nur in der letzten Folge versprochen, wenn ich ihn treffe, schieße ich ihn direkt in den Kopf. Und das habe ich auch eben gemacht. Hey, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe mit einem Scharfschützengewehr hintereinander 3 Leute gekillt. Bad ist es. Scheiße. Bad ist es? Ja, Bad ist tot. Ich habe mal erledigt. Dann untersuche ihn mal. Dann untersuche ihn mal jemand. Dann haben wir nur noch einen. Ja, dann ist es Minecraft. Warum nicht? Selbstverständlich. Der steht aber so komisch hinten in der Ecke.
Was machst du denn? Juan hat eben gerade die Handfeuerwaffe weggeworfen. Minecraft, du bist doch im. Du bist doch. Du stehst, du kaufst doch ein. Ich schieße ihn jetzt ab. Der hat doch eingekauft, oder? Ne, gut, wenn es Traitor gewesen wäre. Ich guck mal nach. Nee, war Kann ja nicht, dann hätten wir jetzt ja gewonnen. Ja, richtig, stimmt. Aber, okay. Aber Minecraft, der stand da jetzt 20 Sekunden in der Ecke oder 10. Das sah echt nach Einkaufen und, aus. Und mit dem Sniper nach oben gerichtet ansonsten. Also, ich war auch schon drauf und dran, aber dann kamst du mir zuvor. Nordisch ist hier oben auf dem Schrank. Juan, was machst du da? Versteckt im Tunnel. Ja, das ich stimmt. Ach, hier liegt Bad, okay. Naja, die haben gerade identifiziert. Ja, Juan davon auch nicht. Wen haben wir hier? Run und... So, hattest du Minecraft eigentlich identifiziert? Oder? Ja, hab ich gemacht. Deswegen kam auch mein überzeugtes... er war Inno, weil ich da halt das grüne I gesehen hab, aber... Ja, gut, du hast natürlich noch mal gemacht. Wo bist du denn? Ich bin oben auf dem Schrank bei Nordisch und Sevi und Run. Nordisch hier. Irgendwas blockiert mich hier. Ja, Sevi und Xyra sind hier. Ja, Run, ich bin safe. Ich habe mich identifiziert. Ducken, spring, dann kommst du da raus. Ich komme auch mit drauf. So. Dann bleibe ich bei Xyra und Sevi. Run ist ja auch noch an der Ecke hier. Das macht ein bisschen. Ja, den lassen wir, den helfe ich da gar nicht. Ja, das ist so. Krise wir könnten, hier. Wollen wir Run einfach mal? Dann kann, vielleicht ist es einfach nur ein sehr ungeschickter Trader. Das kann ja auch sein. Das kann natürlich sein, aber... Wir können auch einfach Run erschießen, dann kann sich Blackby identifizieren. Ja, und dann wissen wir, dass es Nordisch ist. Pass auf, das machen wir. Darf ich das machen? Echt jetzt? Naja, aber was ist mit Sebi? Sebi hat sich schon identifiziert. Achso, okay, alles klar. Pass auf, dann schießen wir einfach... Nee, jetzt ist Run... Och, jetzt ist er irgendwie weg. Ja, kein Wunder, du hast mich gerade mit dem Tod gedroht. Nee, Run ist runtergejumpt wahrscheinlich. Der muss irgendwo unten sein. Schuldgefühle, so sieht's aus. Ja, gut, aber... Oh, ich wäre fast abgestürzt. Das wäre nicht gut gewesen. Bin ich alleine mit Nordisch hier oben? Also, wenn ich gleich ruhig bin, war es Nordisch. Ja. Jetzt nicht einfach einen Spaß draus machen, nichts mehr sagen, Sebi. Ja, Nordisch, du solltest das nicht so lustig finden an der Stelle. Ist ja nicht mein Karma. Moment, da läuft Nordisch, aber ganz ehrlich, Juan kann in dem Schacht eigentlich nie nicht gestorben sein. Eigentlich. Weil der Schacht hat ja mit Luft und so und Juan sagt aber auch nichts mehr. Also, da unten läuft, Juan läuft noch. Gemutet. Ja, vergiss es, du hast dich gemutet, Juan läuft unten auf dem Teppich. Ja, ich sehe es. Pass auf, der ist bei Nordisch da in der Nähe. Ich glaube, der ist in die Wand gelaufen jetzt. Oder im Lego-Haus ist er. Ich bin mir nicht sicher. Es sei denn, es ist doch Well. Nee, bin ich nicht. Ich sehe ich sehe hier Innocent auf rotem Grund. Das ist. Grün meine ich. Grün Grund. Da hat jemand geschossen. Nordisch schießt auf mich. Verdammt. Ja, okay. Diese Runde war ich einfach zu ungeduldig, aber er stand da oben auf der Kiste, stand da so verlockend. Und ich hab gedacht, da macht ja keiner was. Das wenn du was machst, da kriegt er mich eiskalt ab. War eben kurz zurück, ne? Ich stand da in der Ecke und ich habe laut gesagt, wann werft gerade eine Waffe weg und holt sich ein Sniper? Nein, das Sniper hatte ich vorher schon. Ich habe meine Glock weggeworfen und habe mir eine Liegel geholt. Ja, und davor hattest du jemanden erschossen, nur du bist leider aus meinem Schussfeld rausgegangen und dann konnte ich nicht mehr, dann war ich nicht mehr. Auch nee. Ob du keiner. Unschuldig! Bei mir. Bei Jean Bührer ist hier. Jean Bührer, auch hier. Wohl verdächtig, zickzack. Ja, damit ich nicht getroffen werde von dem. Well und Zombie. Du läufst ja auch so verdächtig. Aber guck mal, wann? Zombie ist da ganz einfach. Da steht nur vorne Nordisch ist bei mir. Das war Nordisch. Das klang Nordisch. Was war das denn mal kaputt? Es klang. Achso. Ich hab meine Waffe auch gewechselt. Baycry? Ja, lass mich da. Ich will nicht, dass du. Granate! Vorsicht! Aber ist nur Rauch. Ist nur Rauch. Nein! Ist nur Rauch. Das sagen sie alle. Zombürer war oben bei Bad. Bad hat irgendwas gemacht und Emilia ist da runtergefallen. Ja, okay, das gucke ich mir an. Ja. Das kann natürlich sein. Das könnte durchaus sein. Der ist so irritiert vom Rauch gewesen hier. Das kann sein. Runterplumpsen sehen, ja. Ja, doch, hier liegt er. Ich identifiziere jetzt Bad. Der liegt hier. Oh, das ist natürlich wieder so ein Ehrentod, ne, oder? Bad ist runtergefallen, glaube ich. Bellcry ist inne, oder? Boah. Ja. Wer hat hier geschossen? Run, schmeißt Granaten.
Ich hab nur diese Disco-Dinger weggeworfen. Ja. Schildkröte, oder? Was ist das? Oh, ist doch, ja, Schildkröte. Schildkröte kam von oben. Schildkröte kam von oben. Schildkröte von oben, vom Schrank. Nee. Xyra kommt von oben. Das kann ich sagen. Hatte sie gerade gesehen. Ah, run and cheese. Also jemand hat vom Schrank, glaube ich, eine Schildkröte. Die Vier ist schön wichtig. Oder wie weit kann man so ein Ding gehen? Xyra schießt auf mich. Xyra ist tot? Das glaube ich nicht. Also wenn ich sie sehe, ja. Aber ja, die ist tot. Und oben steht noch Nordisch. Nordisch steht dahinter. Ja, Moment, dann haben die sich gegenseitig umgebracht. Das kann ja gar nicht angehen. Doch. Okay, da liegen hier zu viele Leichen. Das ist nicht gut. Dann identifiziert aber eine. Hier liegen zwei. Hier liegt eine Leiche. Hat die jemand schon? Nee, identified. Nein. Der schießt auf mich. Nordisch. Ah, Nordisch, so funktioniert das nicht. Nordisch schießt auf mich. Doch nicht wahr. Klar hast du auf mich geschossen. Dann identifizier doch mal die Leiche, auf der du stehst. Ja, genau, als wenn ich nach der Geschichte nochmal drauf reinfall. Schade. Danke. Jedes Mal das gleiche, ey. Boah, Nordisch, ey. Ja, ich habe jetzt eben, ich wusste nicht, ob ich gesehen worden bin, deswegen habe ich einen Kamikaze-Lauf gewagt, bevor der Verdacht dann noch auf Nordisch fällt, damit er zumindest noch ein bisschen unbehelligt weiter killen kann, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt wie geplant. Raffiniert. Ja, raffiniert, aber leider ist der Plan nicht ganz so aufgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Aber nein, ist klar, dein Partner war ja nordisch, da kannst du auch nicht viel machen. sein Granatengerede hat er mich so wirr gemacht, dass ich rückwärts runtergefallen bin. No. Ja, aber ich sehe gerade. Ich wäre innocent. Ich sehe gerade, wir sind bei 21 Minuten und ein paar Zerkeksten. Oh, ja. Stimmt. Oh. Ja, würde ich sagen, nachher ist Schluss, oder? Ja, letzte Runde. Letzte Runde, okay. Hier ist Valkyrie. Inu. Ja, schon eine Shotgun gefunden. Hier, Sambira ist bei mir. Also, what? Wo mit Maika? Hat man eine Shotgun, ist gleich verdächtig. Ja. Ja, ich habe immer eine Shotgun. Eben, weil das eigentlich Xyra ist. Wieso hast du Xyra Shotgun? Und warum sagt Xyra plötzlich nichts mehr? Ich glaube, Xyra ist tot. Wer läuft denn da schon entgegen? Xyra? Vorsicht. Xyra ist tot. Nein, ich bin nicht tot. War nur ein Spaß. Nein, sie läuft gerade an mir vorbei. Moment, warum liegt denn hier eine Shotgun plötzlich rum? Zombie, hast du Bad, jetzt Bad ist bei mir, Bad ist bei mir, Bad ist bei mir. Leute, entspannt euch. Hier ist eben gerade eine Granate geworfen. Ja, Ron hat eine Granate geworfen. Ach komm her, ich hab jetzt auch eine. Da stürzt jemand ab. Da ist jemand runtergefallen. Oh ja. Ich glaube, das war Ron, oder? Aber wo ist er runtergefallen? Ja. Nordisch auch unten. Nordisch auch unten. Nordisch und Welt unten, ja. Am Monopoly-Brett. Wo ist er denn runtergefallen? Bad, 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 Bad. Geh mal weg jetzt hier. Geh mich mal identifizieren, aber nicht alle nervös. Zu viele Leute rum, das wo liegt denn hier die Leiche? Ich will die identifizieren. Ich gucke ihr wisst, dass ich es nicht bin. Bett ist immer noch bei mir das und irgendwie verhält er sich gefährlich. Irgendwie ich ein bisschen. Möchte hier mal, kann ich mal alleine sein? Ruhig, ich brauche mal Privatsphäre hier. Also, Bett, das der ist immer so komisch, weil du bleibst stehen, dann nimmst du Ziel, dann bleibst du stehen. Nee, ich gucke nur, ob jemand einkauft. Ja. Nee, ich finde Disco, Nordisch, ganz entspannt bleiben, ganz entspannt bleiben. Ich möchte jetzt auch mal sagen, dass Bad derjenige war, der gesagt hat, so, ja, nach dieser Runde denn. Also, das könnte natürlich sein und so, ne, dass er denn den Trader nochmal nutzen wollte. Nur doch, Information. Wer war das? Ron hat das gesagt. Ron hat geschossen. Ron war Trader. Ah, ja, okay. Ron ist tot. Dann kannst du nur Nordisch, du läufst mir echt. Zombie. Du hängst mir ein bisschen dicht auf der Pelle, Nordisch. Ja. Geh mal weg hier. Wir gucken, was du tust. Ich hab eine Shotgun, ich kann dich auch. Wer ist das? Oh, Bad ist ja auch noch da. Zombie. Ich glaube, Malka hat schon wieder gekauft. Das ist ein Dupe, sind ja alle Leute drauf. Der stand die ganze Zeit. Nordisch hat eine Granate geworfen. Hat nichts gemacht. Nein! Ah! Sind die jetzt alle runtergefallen? Ich denke mal, es war eine Disco, die Nordisch geworfen hat. Ich glaube, mag mal bitte einer identifizieren? Mach du doch. Bad, das funktioniert kein zweites Mal. Komm, Bad, mach du. Mach du. Ja, mach du, Bad. Ja, gut. Wir gucken uns das an. Genau. Kein Problem. Sebi mit einer Sniper. Ja, auf der Distanz ist das eine schlechte Waffe. Was war das denn? Was ist das? Nein! Der kam von dir! Ich stand hinter dir, du Trottel! Ich hab noch gedacht so, Moment mal, das ist doch Friendship, was du da in der Hand hast. Und dann kam die Musik in dem Moment. Alles klar. Gut gesetzt, ne, der Friendship. Wer war der?
Run und Bad waren's. Ich hatte mir extra die Jihad-Bombe gekauft, weil ich dachte mir, guck mal, wenn der andere Traitor jetzt überlebt und ich die Leute irgendwie mischen zusammenkriege, dann zünde ich die Jihad-Bombe. Ja, das war wohl nix. Aber leider war Nordisch ja schon tot. Tja, aber ich war so verdächtig. Das Problem war bei mir, irgendwo bin ich runtergefallen. Ich habe ja teilweise Texturprobleme bei der Map. Das heißt, ich sehe dann nicht, ob da Boden ist oder... Gut, ihr Lieben, dann sind wir aber auch am Ende dieser Runde. Ja, alle mal Tab drücken, bitte. Ja, alle mal Tab drücken, genau. Oh. Also, natürlich. Die ist ja geil, die Knarre. Die Knarre ist ja für das Level geil. Bist du tot jetzt? Ja, ich bin tot. Ja, geil. Also, es ist natürlich ganz klar, dass ich mit 35 Punkten gewonnen habe und Minecraft der Zweitplatzierte ist. Also, dass wir beide an der Spitze stehen, das war ja völlig logisch. Ja, eben, Minecraft, wie konnte das denn passieren? Oh nein! Gut, dann bedanke ich mich für diese Runde. Daumen hoch und da schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Und tschüss. 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 Tschüss.